Bewundert wurden die beiden für ihre traumhafte Beziehung, die so innig, skandalfrei, so bedingungslos glücklich schien. Sie waren das Vorzeige-Ehepaar schlechthin. Im Oktober würden Steffi Graf, 50, und Andra Agassi, 50, ihren 19. Hochzeitstag feiern. Doch von Fährlichkeiten kann nun wohl kaum mehr die Rede sein. Was ist bloß in den letzten Monaten passiert? Was hat sich in Las Vegas, fernab der Öffentlichkeit, ereignet? Dass dieses Glück nun zerbrochen sein soll? Neue Post veröffentlicht exklusive Informationen, die das nahelegen. Haben sich die Tennisstars heimlich getrennt? Ein Register, welches in Amerika nach Registrierung Personendaten preisgibt, zeigt Brisantes. Laut dieser Internetseite sollen Steffi und andere bereits getrennte Wohnsitze haben. Steckt ihre Ehe so sehr in der Krise, dass sie nur noch eine Trennung retten kann? Andres Lebensmittelpunkt befindet sich laut Register weiterhin in Las Vegas, der Stadt, in der er geboren wurde und in der er sich zusammen mit Steffi ein Zuhause aufgebaut hatte. Die Wimbledon-Siegerin hingegen soll nun in Miami leben. Hat sie wirklich ihre Koffer gepackt, ist aus der Familienvilla ausgezogen und hat ihren anderen nach 18 Ehejahren verlassen? Steckt ihre Ehe in der Krise? Miami, das paradiesische Fleckchen Erde an Amerikas Ostküste, war immerhin schon einmal Steffis Zufluchtsort, als sie nicht mehr weiter wusste. Kurz nach der Hochzeit 2001 steckte Steffis und Andres Liebe in einer Krise. Bereits da nahm Steffi Reißaus nach Miami. Dort besaß sie damals ein Haus, das zeitweise auch ihre Mutter Heidi, 76, bewohnte. Nun hat es die gebürtige Brühlerin wieder dorthin gezogen. Über 4000 Kilometer entfernt von Andre baut sie sich allem Anschein nach ein neues Leben auf. Weit weg von ihrem früheren Alter.